Ich begrüße unseren Neuzugang Timo Pertl bei uns. Timo, erstmal herzlich willkommen in Magdeburg. Timo, wir sind jetzt im Trainingslager angekommen, heute der zweite Tag. Drei harte Einheiten. Wie hast du es heute wahrgenommen? Auch gestern die Reise, die ja recht anstrengend war. Wie war es für dich? Ja, erstmal danke fürs Willkommen heißen. Ja, klar war es eine lange Anreise, aber ich denke, wir sind hier, um hart zu arbeiten. Und wie du sagst, wir hatten jetzt schon drei Einheiten und auf dem Topplatz hier ist es einfach super und es macht Spaß mit den neuen Jungs. Das sind jetzt drei volle Tage für dich beim FCM. Beschreib mal, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Ging ja doch alles relativ schnell. Wir freuen uns natürlich, dass du da bist, aber wie kam es da zustande? Ja, zunächst hat mich Bernd Pfeiffer kontaktiert. Den hatte ich als Trainer in der U17 von Werder Bremen. Und der hat einfach mal locker angefragt. Und ja, dann ging es, wie im Winter üblich, relativ schnell. Und der Mike hat sich bei mir gemeldet. Und ja, jetzt bin ich hier und bin sehr, sehr glücklich darüber. Was motiviert dich, für den FCM zu spielen? Wir hatten ja Bedarf, so auf der linken Seite noch. Da passt du gut rein. Ja, was zeichnet dich da auch aus? Ja, ich denke, ich hoffe sehr, dass ich die Position so bekleiden kann, wie der Trainer es von mir erwartet. Ich denke, wir haben ähnliche Ideen, was das Spiel betrifft. Und ich hoffe, ich kann meine Qualitäten so einbringen, dass es dem Verein hilft und dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Hier im Trainingslager gibt es ja eine Zimmerbelegung, die ganz klar definiert ist. Mit wem bist du auf dem Zimmer und wie würdest du ihn beschreiben? Ja, bei zwei Neuzugängen bietet sich an, dass die gleich zusammen sind. Also ich bin mit Jan Kirchhoff und ja, ist eine ruhige Seele und ja, ein sehr netter Geselle und bisher haben wir noch keine Meinungsverschiedenheiten auf dem Zimmer. Blicken wir nach vorne. Morgen steht das Testspiel gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach an. Hast du schon mal selber gegen Gladbach gespielt und wenn ja, welche Erfahrungen hast du so aus den bisherigen Testspielen? Ja, Gladbach ist natürlich bekannt dafür, dass sie eine super Truppe haben und vor allem offensiv sehr gute Männer auf den Platz bringen können. Ich habe auch schon öfter mit Bochum gegen Gladbach gespielt. Für Testspiele bietet sich das an in einem Raum NRW. Und ja, ist ein guter Gradmesser, um mal zu schauen, wo wir sind gerade. Die Uhr tickt für uns. Am 29.01. geht es gegen Erzgebirge Aue bei uns im heimischen Stadion. Was gilt es bis dahin umzusetzen? Du hast jetzt schon ein bisschen Zeit, die Jungs kennenzulernen. Was gilt es auch für dich bis dahin umzusetzen? Ja, für mich. Ich muss mich hier in das Spiel integrieren, meine Nebenmänner kennenlernen und so gut es geht, ja, einfach das auf den Platz bringen, damit wir die Spiele besser bestreiten und mehr Punkte haben als in der Hinrunde. Timo, dabei viel Erfolg und erstmal viel Erfolg hier im Trainingslager. Danke dir. Danke.